Ihr seht mich gar nicht. Jetzt seht ihr mich. Ich habe ein Problem, ich zeig's euch. Hier, das hier sind Bilder von den vergangenen Drechselkursen. Und die hängen da hinten an der Wall of Fame, sage ich immer ganz gerne. Aber es sind so viele Drechselkurse dazugekommen, also sind es auch sehr, sehr viele Bilder dazugekommen. Und ich will nicht so viele von diesen Bilderrahmen hier kaufen. Ich will eine bessere Lösung schaffen. Und darum geht's heute. Bleibt gerne am Video dran. Ich habe für das heutige Projekt eine fertige Bauanleitung erstellt. Also einmal für waagerechte Bilder und einmal für senkrechte Bilder, je nachdem, wie ihr eure Bilder macht. Da sind die wichtigsten Maße drin, von dem Grundrahmen und halt eben von den Leisten. Schaut wie gesagt gerne die Videobeschreibung. Findet ihr kostenlos auf unserer Webseite. Als Material verwende ich hier heute Buchenholz. Das ist auch übrigens das Buchenholz, was wir bei uns im Onlineshop haben. Beidseitig gehobelt, grob geschliffen, beidseitig besäumt. Ihr braucht also keine Abrichthobelmaschine, um dieses Material verarbeiten zu können. Ein schöner Nebeneffekt ist auch, dass das ein recht preiswertes Holz ist. Bedeutet, ihr bekommt sehr viel Massivholz für wenig Geld. Und bei einem Bilderrahmen ist es ja eh so, da geht es um die Bilder. Man sieht das Holz nicht so stark. Deswegen ist Buchenholz für viele, denke ich mal zumindest, eine gute Alternative. So, einmal ein bisschen Buchenholz für die dicken Hobelmaschine. Am Sonntag erscheint übrigens noch ein größeres Projekt. Da baue ich ein schönes Möbel. Da wird es auch einen kostenlosen Plan dazu geben. Wir schalten die Maschine ein. Wir hobeln einmal das Holz. Wir bauen heute gleich zwei Bilderrahmen. Einmal für Bilder in dieser Richtung und einmal für Bilder in dieser Richtung. Deswegen sind da auch zwei Stück vorne auf der Front. Ich schnapp mir gerade einmal die Breiten. Da brauchen wir einmal ein Grundbrett von 262 und einmal ein Grundbrett von 374 mm. Schneiden wir jetzt die Leisten zu, damit wir das gleich verleimen können. Stellen wir einmal unsere Rahmenpresse ein. Ich will es nur kurz betonen, wie gesagt, ist der Prototyp ohne Farbe. Im vergangenen Video habe ich euch ja da ein bisschen mehr Input zugegeben. So, jetzt können wir die hier reinlegen, richten das einmal aus und das passt soweit. Das, was ich jetzt hier gerade mache, sehe ich jetzt mal noch als Test. Das ist nämlich auch so eine Kleinigkeit, da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen werden wir natürlich, weil wir es auch müssen, ganz klar eine Bedienungsanleitung dafür erstellen. Das, was ich jetzt gerade hier mache, funktioniert. Aber es kann passieren, wenn man gerade so dünne Leisten hier verpresst, dass die nach vorne wegfliegen. Das heißt, hier wird auf jeden Fall in der Betriebsanleitung auch ein Sicherheitshinweis gemacht, dass man das so nicht machen darf. Alles, was man dann macht, ist eine eigene Verantwortung. Aber das hier ohne Beilagen nutzen, ist im Prinzip nicht so richtig. Es funktioniert jetzt, aber ihr seht auch, wenn ich hier presse, halte ich meine Hand vor mich, dass wenn das zu mir fliegt, dass ich davon halt eben nicht getroffen werde. Ist im Prinzip genau das gleiche, wie wenn man normale Schraubzwingen benutzt. Muss man auch passieren, ist bestimmt jedem Mal passiert. Aber weil das hier eine eigengebaute Maschine ist, muss man halt eben darauf hinweisen. Aber ihr seht, keine Beilagen, perfekte Leimoberfläche, ich zeig's euch. Das ist hier halt jetzt eben möglich, weil wir so ein schmales Brett haben. Ich probiere es drüben auch einmal, da kann es sein, dass ich ein, zwei Beilagen mal dazu packe, aber das hier ist ein richtig gutes Leimergebnis. Ihr habt gesehen, wie schnell es funktioniert hat. Also für eine Tischlerei oder einen wirklich ambitionierten Heimwerker, super. Das können wir jetzt übrigens auch noch rollen, das ist ganz nett. Wenn ich jetzt noch zwei Zwingen hätte, könnte ich hier nämlich direkt weiterarbeiten. Mega, ich bin absolut gehypt. Falls ihr das Video vom Sonntag nicht gesehen habt, verlinke ich euch das oben rechts im Eck. Wenn ihr so ein Teil haben möchtet, könnt ihr euch gerne per E-Mail bei mir melden. Aber in dem detaillierten Video habe ich da ganz viel Input zugegeben. Ich zeige euch eine kleine Änderung, die im vergangenen Video noch nicht hier bei mir in der Werkstatt war. Ich drehe mal die Presse einmal rum, Moment. Hiermit kann man den Pressdruck erzeugen und bis dato muss man damit auch die Press- oder den Presskraft lösen. Das macht man hier mit dieser Schraube. Da hat sich die Projektleitung schon was Schickes überlegt. Und zwar haben wir jetzt hier eine werkzeuglose Verstellung, um den Presszylinder halt eben werkzeuglos öffnen und schließen zu können. Wir verpressen jetzt erstmal das Brett. Das hier zeige ich euch später, wenn wir das Holz aus der Zwinge rausnehmen oder aus der Rahmenpresse. Neuer Tag, neues Glück. Heute an einem wunderschönen Samstagmorgen. Gleich habe ich einen Drechselkurs. Bevor der anfängt, habe ich aber noch ein bisschen Zeit, um ein bisschen was zu machen. Falls ihr, ja,
vorbeikommen wollt, drechseln. Ich verlinke euch mal die Drechselkurse in der Videobeschreibung. Ihr seht, dieses Brett hier habe ich auch wieder ohne Niederhalter verpresst und das hat auch gut funktioniert. Bis auf eine Lamelle, die so einen knappen Millimeter raussteht, sieht das auch wunderbar aus. Ich habe da aber eine Vermutung und zwar seht ihr, dass überall hier Leimtropfer sind und ich gehe mal davon aus, dass ich ein bisschen zu viel Holzleim benutzt habe, weswegen das Holz dann verrutschen kann. Das passiert mit weniger Holzleim nicht so arg. Dadurch, dass das aber jetzt trotzdem ohne Niederhalter aufgrund der schmalen Breite funktioniert hat, kann ich jetzt hier ganz entspannt die Leimreste wegkratzen und muss mit irgendwie mein Brett gegen das Verrutschen sichern. Ist auch nochmal eine Arbeitserleichterung. Also bei vielen Pressen, die auch schon auf dem Markt erhältlich sind, muss man auch hier den Pressstab holen und man muss das Ganze hier aufdrehen und dann kann man das Ganze hochschrauben. Ist ein bisschen fummelig, funktioniert, ist aber ein bisschen fummelig. Wir haben jetzt hier so eine Lösung gemacht oder geschaffen, einfach hier das Ganze gut aufdrehen und dann kann man das ganz einfach nach oben schrauben. Jetzt können wir es wieder zudrehen. Das bedeutet, die Arbeit des Zudrehens, die wäre sowieso gleich und das Hochdrücken, ihr habt gesehen, wie schnell das funktioniert hat, ist also kein Beinbruch, wenn da jetzt keine Feder dran ist. So, jetzt noch den letzten. Jetzt haben wir unser fertig verleimtes Brett. Hier ist ein Leimkratzer, ansonsten ist da so wenig Leim drauf. Gut, da ist einer, aber ansonsten ist da so wenig Leim als Überschuss drauf gewesen, dass wir das so direkt durch die Dicke feuern können. Die letzte Videoaufnahme war vor dem Drechselkurs, diese Videoaufnahme ist nach dem Drechselkurs. Unsere Paneele sind jetzt schön gehobelt, die können wir jetzt mal zuschneiden. Da orientieren wir uns jetzt einfach an den Maßen, die im Bauplan drinstehen und dann werden wir auch im gleichen Zug auch direkt die Leisten zusägen, die oben und unten und halt eben in die Mitte rein müssen. Wir haben jetzt hier so ein paar Brandspuren, da werden wir jetzt mal probieren, das einfach wegzuhobeln. Da müssen wir nicht so viel schleifen. Als nächstes müssen wir einen Falz fräsen. Ich glaube, das ist der kleinste Falz, den ich bis dato gefräst habe. Der muss nämlich 1 mm hoch sein und 5 mm breit. Also stelle ich jetzt mal hier in meiner mechanischen Höhenmesslehre 1 mm ein und die Breite stellen wir dann gleich ein. Upsa. Da kann ich das jetzt auch ganz einfach hier einstellen. 5 mm. So, einmal so beischieben und dann kann ich das hier nicht flach drin ausrichten. Wir fräsen so wenig, da ist es wichtig, dass wir das auch fräsen und da ist hier dieser Andrückbalken genau das Richtige. So, nachdem wir das jetzt getan haben, kommen wir mal so ein bisschen zu dieser Fuddelarbeit. Bevor wir damit anfangen, werden wir erstmal hier diese Leisten, die wir gerade noch gefräst haben, über einen Kantenschleifer ziehen. Braucht man nicht unbedingt, das geht auch mit normalem Schleifpapier, aber ich sag mal, die Maschine steht da hinten, die will auch benutzt werden. Deswegen ziehen wir die einmal kurz ein bisschen dran vorbei, um so ein paar Hobelschläge noch entfernen zu können. Aber so ein bisschen gute Handschleifarbeit geht es in dem Fall auch nicht. Die Kanten, die brechen wir jetzt einmal rundherum, damit wir uns da nicht dran schneiden können. Als nächstes prüfen wir mal, ob das Ganze auch aufgeht, denn es ist wichtig, dass unsere Bilder natürlich schön sauber da drin sitzen. Das soll nicht zu schwergängig sein und die sollen natürlich nicht rausfallen. Dazu habe ich einmal die Abstände von links nach rechts hier im Plan einmal markiert. Das sind in dem Fall 162 mm. Da werden wir uns jetzt zwei Hölzer herstellen, damit wir das einfach anlegen können und können prüfen, ob wir noch was an der Seite runterschneiden müssen, weil ich da einfach ein bisschen Übermaß gelassen habe, weil wir ja dann schließlich auch noch ein bisschen schleifen. Also 16,2. Schneiden wir uns ein bisschen Restholz zu. Schande über mich, ich lasse gerade die Absauganlage aus. Ich nehme jetzt einfach mal hier meine Leiste, zwinge die einmal fest. Was auch übrigens normal ist, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, wir haben ja hier sehr, sehr dünne Leisten rausgeschnitten und die sind teilweise so ein bisschen verzogen. Das ist nicht irgendwie schlimm oder so, das ist ganz normal, weil wenn wir so ein großes Stück Holz auftrennen, dann ist es ganz normal, dass dort halt eben ein bisschen Spannung im Material drin ist. Und deswegen ist auch hier in der Mitte dieses Distanzstück, dass wir das später einmal ein bisschen ausrichten können, falls das ein bisschen rund ist. In dem Fall ist es ja auch nur in Anführungszeichen Buche.
Das ist ja so ein bisschen verrufen, habe ich manchmal das Gefühl, das Holz. Aber ich finde einfach so eine saubere Buchenoberfläche, was halt eben nicht so ein fertiges Leimholzbrett aus dem Baumarkt ist, das sieht schon edel aus. Also kann man sagen, was man will. Jetzt schauen wir mal einfach, ob das hier reinpasst. Und ihr seht, das ist jetzt noch ein bisschen zu breit. Unten passt das wunderbar. Also viel größer dürfte es auch nicht sein. Ich glaube, da habe ich 2 mm Überhang eingeplant. Das passt aber soweit. Wenn wir stattdessen mal hier oben schauen, dann sehen wir, dass das jetzt im Prinzip ein bisschen zu groß ist. Dann werden wir das Brett ungefähr 3 mm schmäler schneiden. Jetzt prüfen wir das einfach nochmal. Ja, das sieht doch perfekt aus. Man kann es auf der Kamera, glaube ich, nicht so gut erkennen. Wir haben aber hier natürlich diesen ganz feinen Falz. Da darf kein Kleber austreten, deswegen sind wir da jetzt auch sehr, sehr sparsam. Da muss auch nur so eine ganz dünne Linie an Holzleim drauf, bisschen verstreichen. Also ihr seht, das ist wirklich gar nicht viel. Da kommt da aber auch natürlich keine Belastung drauf. Einmal ausrichten. Ich nehme hier einfach ein paar Nägel, damit das Ganze nicht verrutscht und wir gleich direkt weitermachen können. Die sieht man sowieso nicht, die sind auf der Rückseite, deswegen kann ich damit leben. Hier habe ich eben einen kleinen Fehler gemacht, da habe ich vergessen, die Nägel zu wechseln. Das werden wir mit ein bisschen Hartwachs jetzt reparieren. Der erste Bilderrahmen ist jetzt fertig, da können wir uns jetzt mal um die Oberfläche kümmern. Da benutze ich heute das Kontoholz Universalöl, perfekter Einsatzzweck. Da kommt keine Feuchtigkeit dran, keine Wasserränder, also ein günstig und einfach zu verarbeitendes Öl, was man auch ohne Bedenken in der Werkstatt verarbeiten kann, weil es halt eben nicht selbstentzündlich ist. Es stinkt nicht, ihr könnt es direkt abreiben und könnt es dann direkt aufhängen. Bedeutet, das werden wir jetzt damit einmal einreiben und dann lassen wir das kurz einziehen und dann reiben wir den Überschuss direkt ab und dann ist das Projekt auch damit eigentlich fertig, aber ich will es euch natürlich auch noch fertig zeigen. Übrigens, ein Öl ist hier an der Stelle auch besser, da kommen wir an die ganzen Kanten ran und haben später keine Wachsstellen irgendwo in diesen Ritzen hier. Ein Öl macht hier einfach mehr Sinn. Jetzt kommt aber der beste Teil, die Bilder. Wir können die Bilder jetzt hier von der Seite einfach durchschieben, so in etwa. Oder wir können sie einfach so hier reindrücken. Saugeil. Mit dem Ergebnis bin ich super zufrieden. Ich zeige euch auch gleich noch die Stelle, die ich geflickt habe. Das sieht nämlich auch okay aus. Aber das Coole generell an diesem Bilderhalter ist, dass wenn man noch nicht so viele Bilder hat, das gar nicht so schlimm ist. Dann sieht man einfach ein bisschen mehr Holz und das ist auch schick. Hier können wir jetzt einfach, wenn wir mehr Bilder bekommen, nach und nach die Bilder einfach noch reinschieben und können sie so positionieren, wie wir sie halt eben haben möchten. Schau gerne mal in die Videobeschreibung, dort verlinke ich dir alles, was ich heute benutzt habe. Und jetzt gebe ich mal noch die Auflösung, wie die ausgebesserte Stelle aussieht. Ich muss dazu sagen, es ist nicht genau der Farbton, weil ich den jetzt nicht da hatte, aber der Kirschbaum ist schon relativ nah rangekommen. Wenn man ganz nah ranzoomt, sieht man es natürlich noch relativ gut, aber ist jetzt nicht weiter tragisch. Passt von daher. Weihnachten steht schließlich vor der Tür. Ein Projekt, was man definitiv nachmachen kann, beim Bau sehr, sehr viel Freude bereitet. Und es muss nicht jedes Mal ein Riesenprojekt sein. In dem Sinne wünsche ich euch einen tollen Tag und sage ciao.